Die Angst an den Finanzmärkten ist aktuell sehr groß, was naturgemäß zu fallenden Kursen führt. Wir hatten jedoch bereits vor Monaten uns festgelegt, dass wir drei Werte auf der Short-Seite begleiten wollen. Ich habe Ihnen diese in der Vergangenheit gezeigt. Wir werden heute mal darauf eingehen, auf diese drei Werte. Es ist die Hannover Rück, es ist die Münchner Rück und es sind Daimler Truck. Alle drei Werte wollen wir von der Short-Seite bespielen, das heißt auf fallende Kurse setzen und von fallenden Kursen profitieren. Ich möchte Ihnen heute mal ganz genau zeigen, wie haben sich diese Werte, die wir jetzt seit circa 2 Monaten immer wieder in den YouTube-Videos gezeigt haben, entwickelt. Kam es wirklich zu einem Abverkauf? Wo stehen wir aktuell? Wie ist damit umzugehen, um sich jetzt aktuell abzusichern? Und heute möchte ich Ihnen auch mal ganz genau zeigen, wie gehen wir so einen Short Trade ein, sodass das jeder ganz leicht nachvollziehen kann. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Die Angst ist aktuell durchaus sehr groß. Wir haben den Beginn eines Bankensterbens, die SVB Bank, das ist die Silicon Valley Bank, die nun abgewickelt wurde, beziehungsweise die Einlagen, die jetzt vom amerikanischen Staat garantiert werden, dass diese gesichert sind, die Kundeneinlagen. Wir haben ganz große Verwerfungen und Probleme bei der Credit Suisse. Diese hat sich heute Morgen einen Kredit über 50 Milliarden Franken eingeholt. Auch da große Verwerfungen. Diese Bank ist systemrelevant. Wir haben eine Zinsangst und das ist eben, das ist ganz normal, führt naturgemäß zu fallenden Kursen, denn Leute verkaufen in der Panik, machen also immer genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich machen sollen. So, wir haben diese Prognosen zur Münchner Rück, zur Hannover Rück und zu Daimler Truck jedoch schon vor Monaten reingegeben und vor Monaten besprochen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich zeige Ihnen genau, wie wir das Ganze umsetzen, sodass es möglichst gut und einfach auch für Sie umsetzbar ist. Wenn Sie was zurückgeben wollen für den Mehrwert, den wir Ihnen rausgeben, lassen Sie dem Video gerne einen Like da und einen Kommentar, wenn Sie Fragen haben und wenn Sie auch mal andere Short-Aktien besprochen haben möchten, sehr gerne. Fangen wir an als allererstes mal mit Hannover Rück. Der Hannover Rückversicherer, da haben wir ja ganz klar gesagt, wir gehen hier davon aus, dass der Kurs fällt und haben dafür sogenannte Zielzonen gesetzt. Eine hatten wir im September, da ist der Kurs reingegangen, hatte dann aber keine nachhaltige Abwärtsbewegung gezeigt. Es war zwar eine erste Trendwende, das ist ja, was wir hier mit den Zielbereichen machen, auf Basis der Elliott-Wellenberechnung, rein technische Analyse. Ja, da hatten wir damals einen Abverkauf von circa 11,5%, sind dann höher gekommen, haben dann gesagt, okay, wir setzen hier eine weitere Zielzone, denn an unserer primären Erwartung stark fallender Preise bei der Hannover Rück hat sich per se nichts geändert. Der Kurs hat einfach noch nicht seine Basis, sein Top hier ausgebaut, sondern wir haben gesagt, er baut ihn hier aus. Und dann hatten wir eine weitere Zielzone gesetzt. Um das mal ganz kurz zu zeigen, was sind Zielzonen? Die Zielzonen markieren Trendwechsel in Kursbewegungen. Deswegen spreche ich auch immer von Trendwendebereichen. In unseren Analysen definieren wir möglichst viele dieser Zielzonen, um Ihnen Orientierungspunkte für Ihren eigenen Handel zu bieten. So, wie handelt man das Ganze? Sehr, sehr simpel. Wir werden es auch gleich mal wirklich direkt einen Trade zeigen, wie wir das eingehen. Wir nehmen immer die Unterkante für einen Einstieg und setzen den Stop 1% über die Oberkante. Jetzt sehen Sie hier gerade keine Zahlen, weil dieser Zielbereich bereits abgeschlossen ist. Er wurde angelaufen. Genau an der Unterkante, an diesem Fibonacci, hat der Kurs sein Top gefunden, seine Trendwende ausgebaut und bewegt sich seitdem sehr schön und impulsiv nach unten. Wer jetzt hier diese Position eingegangen ist in diesem Zielbereich, wenn Sie sich fragen, wo kriegt man das überhaupt? Das ist Bestandteil des DAX 40 Aktienpaketes auf unserer Seite www.hkcmanagement.de. Dort werden alle 40 Einzelwerte des DAX analysiert. Wir nennen Zielzonen als auch ein gesamtes Portfolio-Management. Das heißt, Sie können entweder selbstständig in diesen Bereichen hier Long oder Short einsteigen oder aber Sie sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte exakte Anweisungen bekommen. Ich möchte, dass man mir ganz genau sagt, wo kaufe ich ein, wo setze ich meinen Stop, wo ziehe ich meinen Stop nach, wo tätige ich vielleicht einen Nachkauf und wann verkaufe ich diese Aktie wieder. Das machen wir auch, das nennt man unser Portfolio-Management. Das kommt natürlich nicht so häufig vor wie die Zielzonen. Sie haben aber beides zur Verfügung, wenn Sie sich für eines der Aktienpakete entscheiden. Also machen wir weiter, schauen wir uns das Ganze an. Seit Erreichen unserer Zielzone hat der Kurs hier circa 16% abverkauft. Wir haben jetzt hier den weiteren Verlaufsweg eingezeichnet. Wenn wir uns hier mal das
das größere Bild anschauen. Wir gehen jetzt weg vom 4-Stunden-Chart und gehen hier auf D für Daily, also auf Tagescandles. Jede Kerze, die Sie sehen, repräsentiert einen Tag. So, dann sieht man jetzt eben hier den Zielbereich, den wir hatten. Das Hoch bisher bei 193,20 Euro die Aktie und den bisherigen Verkaufsweg. Wir gehen ja davon aus, da sehen Sie jetzt auch unten das Ziel, dass die Hannover Rück, ich weiß, im Gegenteil zu sehr vielen Leuten, die uns angeschrieben haben, gesagt haben, ich habe die in meinem Depot drin, die werden jetzt richtig, richtig abgehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder kann hier seine Meinung haben. Wir argumentieren nicht fundamental. Wir sagen, was uns unsere Berechnungen des Charts zeigen. Denn alle Bewegungen, alle Marktteilnehmer, die komplette Psychologie, alle Informationen, die Sie in den Nachrichten lesen, sind bereits in den Kurs einer Aktie eingepreist. Sie sind alle inkludiert. Wenn Sie also verstehen, wie Sie den Chart selber lesen können, dann brauchen Sie die Nachrichten nicht, denn die Nachrichten sind ein Bestandteil der Kurse, die Sie sehen können. Das ist vielleicht etwas, was viele Leute nicht verstehen. Die denken hier, wir machen Tarotkarten legen oder Hühnerknochen werfen. Das hat damit nichts zu tun. Alle Marktteilnehmer, Käufer und Verkäufer befinden sich im Markt. Somit sind alle Informationen, wenn man in der Lage ist, diese herauslesen zu können, bereits eingepreist im Kurs. Und der Kurs zeigt uns und zeigte uns bereits seit Monaten, dass er sich hier stark nach unten bewegen wird. Deswegen haben wir hier auch bereits die nächste Zielzone für den Anlauf einer übergeordneten Welle 2 eingegeben. Und das ist auf der Oberkante die 96. Das heißt also, wir sehen hier noch weiteres Abgabepotenzial für Hannover Rück, zumindest einmal um weitere 42%, nur um das mal klar zu machen. Also, man kann hier abschließend sagen, Hannover Rück, der Trade, unsere Short-Positionierung haben bisher hervorragend funktioniert, alles gut gelaufen, gehen wir zum nächsten Wert. Schauen wir uns den Münchner Rückversicherer an. Bei der Münchner Rück, das hat den Ticker MUV2, schauen wir uns hier den 4-Stunden-Chart an. Da hatten wir auch damals hier bereits einen Shorting-Bereich hinterlegt. Der hat nicht die nachhaltige Trendwende eingeleitet. Da ging es zwar auch ca. 9% runter, kam hoch, nochmal runter, sondern dann marschierte dieses Ding weiter. Wer bis dahin diese ganze Strecke noch drin geblieben ist, seinen Stop nicht gesetzt hat, der wurde ausgestoppt. Der hat also einen Verlust-Trade hier erlitten. Wir hatten dann hier gesagt, okay, das ist die nächste größere Zone, welche wir erwarten und haben wiederum in dieser Zone eine weitere Zielzone hinterlegt, da diese ja sehr breit ist. Wir sind also näher rangegangen, haben auf unteren Zeitebenen berechnet und haben gesagt, okay, diese Zielzone hier nutzen wir, um einen weiteren Short zu hinterlegen. So, entweder wir kommen jetzt hier runter, laufen direkt weiter runter oder wir haben nochmal ein tieferes Eintauchen. Da sind wir uns aktuell nicht sicher. Deswegen für alle Personen, welche jetzt diesen Short bei der Münchner Rück genutzt haben, und Sie haben 1% über der Oberkante der roten Zielzone Ihren Stop gesetzt, ziehen Sie den Stop meiner Meinung nach aktuell nach auf den Einstieg. Wo auch immer in dieser Zone Sie eingestiegen sind, ziehen Sie den Stop auf den Einstieg. Damit nehmen Sie jegliches Verlustrisiko aus der Position raus. Grundsätzlich gehen wir auch da davon aus, egal ob wir jetzt direkt den Abverkauf starten oder nochmal etwas höher kommen in den Bereich der 387,20 Euro, jetzt zeige ich den langfristigen Chart, wieder der Daily, sehen wir ganz klar, Sie sehen das anhand der Charts, sowohl im primären Szenario als auch im sekundären Szenario zeigen die Pfeile nach unten. Was bedeuten Primär- und Sekundärszenario? Dazu gehen wir hier auf die Szenarien. Wellenzählungen unterliegen verschiedenen Regeln und Voraussetzungen. Diese können dann zum Teil ganz verschiedene Verläufe forcieren. Entsprechend weisen wir diese alternativen Verläufe in unseren Analysen aus. Bedeutet, eine durchgezogener Pfeil und eine durchgezogene Linie sind immer das primäre Szenario mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und die gestrichelte Linie ist das sekundäre Szenario mit der geringeren Wahrscheinlichkeit. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, gehen wir hier in beiden Fällen davon aus, dass auch die Münchner Rück sich mindestens halbieren wird im Preis. Das ist unser Szenario, das ist unsere Prognose. Wir werden das auch in Zukunft weiter mitverfolgen und hier ganz transparent zeigen, wie wir es seit Monaten machen, dass wir ganz klar von fallenden Kursen bei der Hannover Rück ausgehen, bei der Münchner Rück ausgehen. Und jetzt schauen wir uns Daimler Truck an und dann gehen wir da auch gleich mal einen Trade ein und ich zeige Ihnen, wie wir das umsetzen, wie wir also Aktien shorten. Also gehen wir auf DTG, das ist der Ticker für Daimler Truck. Ja, bei Daimler Truck keine lange Historie. Diese Aktie hatte am
im Januar 2022, am 19. Januar, nee, ist am 18. Januar war es, ein Dienstag, hatten wir hier den Börsenstart. Und wie es eben so oft kommt bei Aktien, die kommen erstmal weit unter ihren Einstandspreis zurück. Das haben wir ja damals schon gesagt, vor über einem Jahr übrigens, dass wir davon ausgehen, dass Daimler Truck fällt. Wir hatten hier den starken Abverkauf runter auf die 2029, die Aktie. Dann eine ABC-Korrektur in der übergeordneten B. Und auch hier gehen wir jetzt von stark fallenden Preisen aus. Zeige ich Ihnen jetzt mal ganz genau. Wir machen das mal größer, dass Sie es genau mitverfolgen können. Was wir jetzt hier haben in Rot, ist der Trendwendebereich, die Zielzone, um diesen Markt zu shorten. Sie sehen der Pfeil, der ganz klar nach unten zeigt. Das hier ist die langfristige Kaufzone, also die Zone, in welchen wir den Kurs fallen sehen. Die Boxkoordinaten dafür sind klar angegeben. Sie verlaufen auf der Oberkante von 18,80 Euro bis runter zu 7 Euro. Das sind die möglichen Bereiche für eine Trendwende. Natürlich gibt es dahin zu bevorzugende Zielzonen. Diese wären zum einen das 50er Fibonacci im Bereich der 17,87 Euro oder der goldene Schnitt, das 61,8er Fibonacci bei 13,66 Euro. Wenn wir jetzt hier aber mal nur, sagen wir mal, irgendwo einen Mittelbereich annehmen. Wir nehmen zum Beispiel die Oberkante des Zielbereiches bei 18,80. Merken uns das, das wäre ein Verkaufspunkt, 18,80. Und wir nehmen jetzt aktuell den Einstieg, um den Markt zu shorten. Als Beispiel, das wären hier, Sie sehen es an der rechten Seite, 29,76. Also 29,76 und 18,80. Jetzt gehen wir auf eine Plattform, wo wir den Markt shorten können. Ich klicke das mal kurz weg, um es Ihnen zu zeigen. Wir nutzen hier einen CFD-Broker. Dort können wir die direkten Kurse handeln, von der Long- wie auch von der Short-Seite. Jetzt gebe ich hier Daimler Truck ein. Sie sehen schon hier unten, jetzt kommt Daimler Truck. Das ist die exakte Preisstellung der Aktie aktuell. Einen Eingangsauftrag. Jetzt öffnet sich das sogenannte Orderfenster. Wenn wir kaufen, gehen wir logischerweise Long. Wir spekulieren auf steigende Kurse. Oder wir verkaufen. In dem Moment, wo wir einen Trade bei Verkaufen eingehen, spekulieren wir auf den Verfall der Aktie und wir verdienen vom Abverkauf der Aktie. So, das ist also ein Short. Hier geben wir jetzt die Menge ein, die wir handeln wollen. Sie sehen, der Kurs steht aktuell bei 29,77 Euro. Wenn wir jetzt hier einfach mal eine Aktie kaufen, haben wir eine Preistoleranz von 2, das ist normal, den Stop-Loss eingeben. Stop-Loss hatte ich ja gerade schon gesagt, den nehmen wir immer 1% über der Oberkante einer Zielzone und den Take-Profit, den geben wir als erstes ein. Da hatten wir gesagt 18,80. Ich möchte Ihnen das nochmal auf den Chart zeigen. 18,80 Oberkante. Ganz simple Regeln. So, dann geben wir hier ein 18,80. Jetzt brauchen wir den Stop-Loss noch. Niemals ohne Stop handeln. Ich sage es in jedem einzelnen Video. Niemals ohne Stop handeln. Ein Kurs kann theoretisch in die Unendlichkeit steigen. Er kann nur auf Null fallen. Deswegen wollen wir niemals einen Markt shorten ohne Stop. So, und wenn wir uns jetzt hier orientieren und schauen, die Oberkante, die Sie hier sehen, liegt bei 34,81 Euro. Jetzt nehme ich hier ganz normal mein Mobiltelefon. Sie können einen Taschenrechner nehmen. Wenn Sie jetzt 1% da oben drauf rechnen, dann nehmen Sie jetzt 34,81 mal 1,01. Und jetzt haben Sie 1% obendrauf gerechnet. Ganz simpel. Da kommt jetzt raus 35,15 Euro. 35,15 Euro. Jetzt gehen wir hier rein, geben den Stop ein. 35,15. So. Jetzt sehen Sie, wenn wir ausgestoppt werden sollten bei diesem Trade, würde bedeuten, wir gehen zurück auf den Chart, der Kurs läuft hier oben an, geht 1% darüber, wir werden ausgestoppt und rausgenommen aus diesem Szenario. Wenn das der Fall wäre, dann verlieren wir beim Kauf einer Aktie hier gerade 5,38 Euro. Und wenn der Take-Profit bei 18,80 hier in der nächsten Zielzone, die wir erwarten, getroffen wird, werden Sie automatisch vom Broker rausgenommen. Sie haben jetzt also alles, was Sie wissen müssen und was relevant ist, in der Position bereits hinterlegt. Sie müssen sich danach nur noch darum kümmern, wenn der Stop nachgezogen werden sollte. Also beispielsweise, wenn Daimler Truck hier noch 10% runterfällt, dann würde ich im ersten Schritt den Stop auf den Entry setzen, auf den Einstieg. Damit ist jegliches Verlustrisiko aus der Position rausgenommen. Wir gehen zurück hier. Jetzt haben wir hier alles eingegeben.
Wenn Sie sagen, diese Position ist ja Pipifax, will ich viel mehr machen, das können Sie hier einfach bei der Menge verändern. Sie können auch 10 Aktien kaufen oder so ziemlich jede andere beliebige Menge, die Sie auch wollen. Ja, jetzt sehen Sie schon, jetzt sind wir bei 53 Euro Verlust, bei 109,60 Euro Gewinn, wenn sowas funktioniert. So, sobald Sie jetzt hier Handel platzieren drücken, sind Sie im Markt drin. An sich ganz simpel. Diesen Broker, den nutzen wir seit, ich meine, über 11 Jahren, wenn Sie dazu Fragen haben, damit Sie den gleichen Broker handeln können wie wir. Wenn Sie das wollen, schreiben Sie uns einfach kurz eine E-Mail an die info@hkcmanagement.de. Wir teilen es Ihnen gerne mit, wir machen hier aber keine Werbung. So, ich hoffe, das Ganze hat Ihnen heute gefallen. Als allerletztes auf unserem Zweitkanal Phantom bei HKCM, welcher jetzt kurz vor Erreichen der 20.000 Abonnenten steht, in der 5. Woche seines Bestehens. Da sage ich Gratulation an das Phantom. Da kommt heute ein Video zu den Altcoins. Gehen Sie also gerne auf unseren Zweitkanal und abonnieren den Kanal. Und bevor wir jetzt aufhören, möchte ich Ihnen heute noch eine Affirmation vorlesen aus einem ganz tollen Affirmationenbuch von Michael Gschöff. Das Buch heißt Affirmationen, positive Gedanken in Reimform für das ganze Jahr. Denn wir haben ja durchaus viel Stress am Markt. Da sollten wir auch immer wieder was Positives aufnehmen. Und heute lese ich Folgendes. Mit Stolz schaue ich auf das Geschaffte. Mit Dank blicke ich auf Hab und Gut. Ich feiere das, was ich vollbrachte und ernte neue Kraft und Mut. Immer mit einer positiven Pointe enden. Ich wünsche Ihnen allen eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke.